Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute mache ich wieder einen Mascara-Test mit euch zusammen. Das heißt, drei Mascaren, drei Tage, drei Mascaren. So, ja, ich habe heute mal ein bisschen einen dunkleren Lidschatten gewählt, halt wegen dem Oberteil. Ich dachte, das passt so gut zusammen. Genau, Mascara. Wir kommen zur ersten Mascara. Die erste ist von Aldi Süd, von La Cura. Da hatte ich schon mal eine getestet. Die habe ich noch nicht getestet. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist die XXL Extreme Lashes Mascara für XXL Volumen und extreme Verlängerung. Ich habe die noch original eingepackt. Ja, wie gesagt, die ist von Aldi Süd. Kostet 1,49 Euro. Von der anderen war ich ja schon begeistert. Warte, ich habe die hier. Genau, das war nämlich die von La Cura, die Cute Curly Lashes. Die finde ich den Knaller. Und mal gucken, ob die genauso der Knaller ist. Also da sind jetzt 11 Milliliter drin, ist 6 Monate haltbar nach Anbruch und verleiht den Wimpern extremen Schwung, Volumen und Länge. Und deswegen packen wir das jetzt mal aus. Ne? 01 Black, klar. Obwohl, so klar ist das ja nicht. Man weiß ja nicht, ob es auch andere Farben. Aber ich glaube, nee, schwarz ist so die gängigste Farbe, gerade dann im Discounter-Ware. So. Die schaut ja so aus. Gleich da der von Essence, finde ich. Und schauen wir mal, was die für ein Bürstchen hat. Haben wir da noch irgendwas? Nein, da ist nichts mehr drin. Ein Kunststoffbürstchen. Aha, aber ein schönes Bürstchen, das gefällt mir schon mal sehr. Ich bin mal gespannt, ja, wie es sich auf den Augen macht. Mal eben mein Büchlein zur Seite, weil ich hole euch ja immer näher ran, ne? Gerade damit ihr das auch so gut sehen könnt, von wegen Mascara. So, Leute, wir probieren die jetzt mal aus. Schauen wir mal, also das Bürstchen an sich gefällt mir schon mal sehr. Sie riecht angenehm, sie riecht nicht zu, also überhaupt nicht streng. Gucken wir mal, ob die zu meinem Look passt, ne? Na, aber ohne meine normalen Haare. Ja. Und 1,49 Euro, gut, da kann sie jetzt nichts sagen. Also sie gibt jetzt erstmal nicht so viel Farbe ab wie die andere. Aber ich muss doch mal gucken. Klar, sie hat ja jetzt auch so ein unheimliches dickes Oschi-Bürstchen, muss ich ja echt mal dazu sagen, ne? Ja. Wie gesagt, die gibt jetzt nicht so viel Farbe ab, wie die Schwester, die ich da hatte. Die hatte aber auch ein kleineres Bürstchen. Sie macht aber auf jeden Fall ganz schöne, zarte Wimpern. Gut, zu dem Look passen eher keine zarte Wimpern, weil das ist, ja, ist ja dunkle Farben, die ich heute mal gewählt habe. Es ist aber kein Schwarz, es ist ein richtig dunkles Lila, was ich auf den Augen habe. Mit Glitzer und ja, halt so dachte ich mir, Smoky Eyes mäßig mit der Bluse, die du anhast, passt das eigentlich sehr gut zusammen. Und ja, also, Gut, das ist jetzt, wo ich sage, hoch. Gibt wirklich nicht so viel Produkt ab, ne? Klar, wenn man nur so ein bisschen Wimperntusche mag, ist das super. Ich bin jetzt noch mal ein bisschen tiefer reingegangen. Vielleicht kriege ich jetzt noch ein bisschen mehr Produkt an die Bürste. Also es macht einen auf jeden Fall zarte Wimpern, ne? Nicht irgendwie Geklumpe oder sowas. Richtig zarte Wimpern. Ja, da muss ich gucken. Ich mache ja immer, wenn ich den Mascara-Test mache, immer drei Schichten. Hoppala. Und ich mache mir immer einen Punkt an die Nase. Nein. Ich mache mir immer drei Schichten drauf. Aber, muss ich jetzt schon mal dazu sagen, sie haut mich jetzt nicht vom Hocker. Die Mascara. Da gefiel die andere von
Lacourame wesentlich besser. Aber dafür testet man die Sachen ja auch, ne? Ja. Also das ist. Ich entscheide, werde das am Ende des Videos oder ja genau, am Ende des Videos, wenn ich alle drei getestet habe, entscheiden, welche ich behalte und welche nicht. Das mache ich ja auch mal mit dem Make-up oder mit dem Lippenstift und sowas alle, ne? Das entscheide ich wirklich immer. So, Schicht 3 kommt jetzt drauf. Wirklich immer am Ende des Videos, welches Produkt ich behalte oder welches ich zum Beispiel an euch weitergebe in mein Aussortiert-Video. Ja, da müssen wir dann gucken, ne? Aber ich gebe das halt, wie gesagt, immer lieber weiter, ne? Als es wegzuschmeißen. Da würde es auch einfach alles, wenn es nur 1,99 € ist, ne? 1,99 € war schon oft im Monat viel Geld für mich, ob man es glaubt oder nicht. Ja, wo man dann wirklich denkt, ach, kannst du dir noch drei Beutel Nudeln kaufen, ne? Ja, es ist einfach so. Jeder, glaube ich, in seinem Leben oder fast jeder steckt mal in dieser Lage, wo man echt überall an allen Ecken und Enden knapsen muss, ne? Und ja, sich halt nicht mal alles leisten kann. So, Leute, das ist jetzt die dritte Schicht. Ja, gut, jetzt haben wir doch ein bisschen Volumen gezaubert, ne? Was hat die noch mal versprochen? Extremer Schwung, ja, finde ich jetzt nicht. Volumen und Länge finde ich jetzt auch nicht. Da gibt es Mascaren, die machen auf jeden Fall besseres Volumen und Länge und sowas alle. Ja, so ist sie ja nicht schlecht. Aber sie wird auf jeden Fall nicht mein Liebling bleiben. Und ob die jetzt bei mir bleiben wird, muss ich da noch echt überlegen. Aber ich habe ja noch zwei andere, die ich testen werde mit euch zusammen. Und da zeige ich euch nämlich schon Tag 2, ne? So ein kleines Leckerchen, was ich euch hinschmeiße. Das ist nämlich von Catrice Cosmetics Glam and Doll False Lashes Mascara. Das ist die. Und ja, da freue ich mich schon drauf, die mit euch zusammen zu testen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss! Alle ihr Lieben, Tag 2 haben wir heute von meinem Mascara-Test. Und ich habe euch ja gestern schon gezeigt, welche wir heute nehmen. Und das ist die Catrice Cosmetics Glam and Doll Mascara. Die habe ich mir einmal gekauft wegen ein Fullface von Catrice Make-up. Ja. Und jetzt wollte ich die nochmal separat vernünftig testen. Und die habe ich gekauft bei DM und hat mich gekostet 3,95 €. Hat eine gebogene Elastomerbürste. Frag mich nicht, was das heißt. Aber es ist so eine Bürste. Sie aussieht wie eine Banane und ist ein Gummibürstchen. Dann schwunggebend und volumenstärkend soll die sein. Wir schauen jetzt mal und dann ja, packen wir uns die jetzt mal drauf. Ich hole euch natürlich wieder näher. Also einmal wackelt es stark, dann wackelt es nicht stark. So macht man das, genau. Ja, jetzt habe ich euch näher reingeholt. Ich habe heute mal ein bisschen Blau zu meinem Blau. Ich hatte so ein dunkles nicht, aber ja, ich habe heute mal Blau genommen. Und das ist die 192 Palette, ne? Die Big, Big, Bigger Palette. Da habe ich ein bisschen drin gespielt quasi. Ja, wir nehmen jetzt Mascara. So, ich nehme jetzt einmal hier diese kleine Seite erst. Und dann, ich kann mich nämlich jetzt nicht mehr erinnern. Ich habe das Full Face schon gehabt, aber nicht mehr wie die Mascara. Ja, im Alter lässt das alles nach. Dass man sich erinnern kann. Ich muss mir auch immer alles. Hallo? Wirst du wohl scharf werden? Danke. Ich kann mich auch nicht immer an alles erinnern. Ich muss mir immer Zettel schreiben. Besonders zum Einkaufen. So. Jetzt haben wir mal die erste Schicht und ich habe diese kleine Seite genommen, ne? Die schmale Seite von der Banane quasi. Und das ist schon mal sehr schön. Das machen wir jetzt das gleiche auf der anderen Seite.
Dafür bin ich auch nochmal in die Mascara reingegangen, weil sie gar nicht so viel Produkt drauf hat. No, deswegen nochmal rein und nochmal schön tuschen. Und die, also diese Gummibürstchen, am Anfang habe ich ja echt gedacht, Gummibürstchen, nee, danke. Aber Gummibürstchen trennen eure Wimpern sowas von sensationell. Finde ich echt toll. Ja, Schicht 1. Schicht 1 ist drauf. So. Und jetzt nehme ich die gebogene Seite. Ich weiß jetzt nicht warum, aber ich nehme sie einfach mal. Und dann ja, geben wir hier noch eine, oh ja, eine schöne Schicht. Was war das nochmal? Schwunggebend, volumenstärkend. Ja, das, was ich bis jetzt sehe, ist schön. Und sie trennt auch schön von der Seite die Wimpern. Und man hat nichts verklumpt. Man hat eine richtig schöne Mascara auf den Wimpern. Ja, obwohl Catrice, ich glaube, da habe ich noch nie eine schlechte Mascara gehabt, ganz ehrlich. Ich finde das Make-up von Catrice sowieso sehr schön. Ich finde Catrice, ja, wie soll man das sagen? Elegant? Elegant, ich finde, das ist so, Catrice ist so für die Frau gemacht, das Make-up. Also find ich jetzt nicht so für die Jugend. Ne, da hast du viel auch Essence, Trended Up und sowas alle. Und ich finde, so Catrice ist für die Frau. Für einfach für die Frau, die ihre Schönheit noch unterstreichen möchte. So, ich gehe nochmal mit dem Schmalen. Und dann haben wir jetzt die dritte Schicht. Und ich finde diese Mascara echt toll. Wunderbar. Guckt. Ja, schön. Ne? Ich tusche ja meine Augen unten nicht. Meine Wimpern. Ah, habe ich nur Stummelwimpern und ich habe es jetzt auch oft genug probiert und ich fühle mich einfach sowas von unwohl, nicht wohl. Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr das so macht. Tuscht ihr eure Wimpern unten auch oder macht ihr nur die oberen? Weil ich sehe das auch oft im Fernsehen, wenn die Stars da so geschminkt sind, die haben auch oft nur unten ihre Wimpern geschminkt. Ich achte da immer sehr drauf, weil das schon oft erwähnt wurde und ja, mach doch mal und mach doch mal und dann habe ich schon oft genug gemacht und ich komme dann total verkleidet vor, irgendwie ein Clown und ich mag das nicht. So, dritte Schicht drauf, meine Lieben. Ich finde die Mascara wunderschön. Eine tolle Mascara für günstig Geld, ne? 3,95 €. Ich packe euch wieder weiter weg. 3,95 €. Da kannst du echt nicht meckern. Und Catrice ist ja auch wirklich überall, ne? Die gibt es ja bei Rossmann, bei Müller glaube ich auch. Und bei DM vertreten die Theken. Und Packaging made of 80% recycled Plastik. Also das auch noch dazu. Und das Packaging ist auch sehr schön und elegant, ne? Also 3,95 €. Echt super. Eine tolle Mascara. Ich bin begeistert. Und das war Tag 2. Tag 3 zeige ich euch jetzt auch. Das war eine Limited Edition, die ich da ergattert habe von Alterra. Das ist nämlich die Naturkosmetik. Ja, von Rossmann. Oder? Doch, von Rossmann, genau. Ja, da bin ich echt gespannt, was die so kann. Und da sehen wir uns natürlich morgen. Zum dritten Teil. Macht's gut! Ja, hallo meine Lieben. Heute ist Tag 3 meines Mascara-Tests und ich habe heute die. Genau, die habe ich von Alterra Naturkosmetik. Ne? Ice Never Lie hatte ich euch ja gestern schon gezeigt. Und ich habe mir dazu ja immer etwas aufgeschrieben. Kleinen Moment, ich suche mal eben meine Seite. Die ist mir abhanden gekommen. Da ist sie, genau. Ja, Naturkosmetik. Alterra ist Naturkosmetik von Rossmann. Genau, die habe ich mir da geholt. Das ist eine Limited Edition gewesen. Und ja,
2,79 € hat die gekostet, also nicht so teuer, ne? Also eigentlich gar nicht teuer. Bio-Kokosöl und soll voluminöse Wimpern machen. Volume On Mascara steht da. Die Volume On Mascara kreiert einen voluminösen Augenaufschlag und pflegt gleichzeitig durch das enthaltene Bio-Kokosöl. Und die sieht halt vom Packaging, finde ich sie sehr gut. Und ich gucke mal. Ah, die hat ein schönes Kunststoffbürstchen und das gefällt mir sehr gut. Schauen wir mal, was die für Wimpern machen kann, ne? Ja. Ich hole euch natürlich wieder ein. Ach Gott. Kannst du mal das so machen, damit es nicht so wackelt? Nein, kann sie nicht. Ja. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran und dann fangen wir an, ne? Das ist dann wieder. Vom Geruch her ist sie auch sehr angenehm. Wir werden, ja, ich bin heute etwas gülden zu meinem Oberteil. Ich habe den Highlighter-Stern ausprobiert. Ja, aber ich muss echt sagen, der ist mir zu gold, ne, als Highlighter. Boah. Von der I Heart Revolution oder ich sage immer I Love a Revolution Dreams Box, die ich da hatte, ne. Also die ist, ja. Wir tuschen uns dabei einfach mal die Augen, ne? Also die ist mir, oder der goldene Stern ist mir einfach als Highlighter too much. So kannst du den bestimmt auch für Augen-Make-up nehmen, aber jetzt auch hier alleine, ne? Lippenherz, mag ich dann doch eher die kühleren Highlighter als diese goldenen. Aber ich dachte mir, ach, nimm mal das Goldene, das passt gut zu deinem Augen-Make-up. Aber ist ein bisschen viel. Ein bisschen viel. Ja. Okay, wir kommen zur Mascara. Sie ist eine sehr zarte Mascara. Und eine, ja, die jetzt nicht so bei der ersten Schicht, dass die Wimpern zusammenklumpt. Das finde ich schon mal sehr gut. Ja, dann machen wir die zweite Seite. Ich mache immer eben meinen Mascara-Test 3 Schichten drauf, nur um zu gucken, wie die so taugt. Als man noch weggehen konnte, ja, das waren noch Zeiten, da habe ich mir dann eh immer so 3 Schichten drauf gemacht, ne? Damit man halt auch ein bisschen, ja, was sieht, ne? Wenn Wimperntusche, dann richtig. Aber die finde ich sehr zart, die teilt schön meine Wimpern. Finde ich gut. Zweite Schicht. Das Bürstchen ist jetzt, finde ich, sehr dick. Aber für Naturkosmetik, finde ich, macht die schöne Wimpern. Ne? Oder? Was sagt ihr dazu? Ja, ne? Finde ich schon sehr schön. Auf jeden Fall. So, Schicht 2. Mag ich. Ich mag die sehr. Ich wollte mir jetzt auch mal mehr halt von diesen Naturkosmetik-Abteilungen kaufen. Ich hatte mir auch eine Palette gekauft. Davon. Und ja, mal gucken, wie das alles so funktioniert bei mir und ob ich das gebrauchen kann. Und finde ich das nämlich schön, nicht schlecht. So, zweite Schicht. Also, das, was ich jetzt sagen kann, nach 2 Schichten, ich packe mir jetzt hier die dritte drauf, nach 2 Schichten kann ich sagen, diese Mascara wird bei mir bleiben. Und ich finde diese Mascara wirklich schön. Sie macht tolle Wimpern. Ja. Eine Mascara von den 3, die ich ja jetzt getestet habe, muss ausziehen. Die muss mich verlassen. Die kommt wieder in mein Aufgebraucht-Video. Und wer weiß, vielleicht kann einer von euch sie gebrauchen. So, dritte Schicht. Ich bin begeistert von der Mascara. Ja. Also kann ich echt nur empfehlen und für 2,79 € machst du nichts verkehrt, ne? Schöne Mascara, auf jeden Fall. Ja, kommen wir dann
zum Fazit. Ja, die Lacura hat mich leider enttäuscht, ne? Das war die XXL Extreme Lashes Mascara. Fand ich jetzt wirklich nicht so toll. Die wird ja aussortiert. Deswegen mache ich auch mitunter diese Videos, diese Testvideos, um einfach mal zu gucken, weil es füllt sich jedes Mal eigentlich quasi, wenn ich einkaufe, habe ich immer entweder eine Mascara dabei oder eine Lidschattenpalette oder Lippenstift oder wie auch immer. Und man muss sie ja ausprobieren und mal so abwägen, ist es gut, passt es zu mir oder nicht, bleibt es bei mir und so kann ich dann immer aussortieren. Ne? Und die Catrice auf jeden Fall, die bleibt bei mir und ja, die, was soll ich dazu sagen, die Altera auch. Ne? Platz 1 ist für mich da die Catrice Glam and Doll. Das ist einfach für mich so eine richtige schöne Frau-Mascara. Finde ich einfach toll und dicht gefolgt auf jeden Fall von dieser Altera Naturkosmetik Ice Never Lie Mascara. Echt super. Ja, und eine ist da leider für mich durchgefallen. Ich schiebe euch wieder ein bisschen weg. Ja, das war mein Mascara-Test diesmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich auch gerne nachholen. Und da würde ich mich noch mehr drüber freuen. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Meine Lieben, bleibt gesund. Falls ihr das nicht seid, werdet gesund. Und ich schicke euch ganz liebe Grüße. Tschüss!